Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Kultur hat ihren Wert, und wer kulturelle Werke schafft, hat auch das Recht auf eine ordentliche Bezahlung. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Doch leider sieht die Realität oft anders aus. Nehmen wir zum Beispiel einen jungen Opernregisseur. Nach vielen Jahren des Studiums und vielen langen, oft unbezahlten Hospitanzen an Theatern ist er freiberuflich tätig und verdient seinen Lebensunterhalt mit einzelnen Produktionen an kleinen Häusern. Für solch eine Produktion erhält er in der Regel eine Gage um die 10.000 Euro. Damit ist abgegolten etwa ein Jahr Vorbereitung auf die Produktion, der verschiedenen Treffen mit dem Produktionsteam in den sogenannten Konzeptionsgesprächen, also mit Intendanz, Dramaturgen, den Bühnenbildern und so weiter, die 6 Wochen Probezeit vor der Premiere, die kein Wochenende kennt. Schließlich müssen davon nicht selten auch noch die Reise- und Übernachtungskosten gezahlt werden. Und wenn ein Regisseur wirklich hart arbeitet, dann schafft er vielleicht 3 solcher Produktionen im Jahr. Und im Schauspiel könnte davon ausgehen, dass noch weniger bezahlt wird wie bei der Oper. Dieses Beispiel ist typisch für die Kreativbranche. Viele Künstler leben von der Hand in den Mund. Und dabei ist die Kultur- und Kreativwirtschaft mit einem jährlichen Umsatz von etwa 146 Milliarden Euro jährlich vergleichbar mit den großen Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel Automobil, Maschinenbau oder Chemie. Der Gesetzgeber hat schon im Jahre 2002 reagiert und für Kreative das Recht auf eine angemessene Vergütung im Gesetz verankert. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass Kreative und Verwerter mehr immer noch nicht auf Augenhöhe stehen und verhandeln. Ja, manchmal ist es wie David gegen Goliath. Die Digitalisierung und das Internet haben zudem dazu geführt, dass die Verwertung urheberrechtlicher Werke ja ein sehr viel größeres Ausmaß angenommen hat. Und auch das wird von den Vertragspartnern der Urheber nicht immer ausreichend berücksichtigt, wenn es um die Beteiligung der Urheber an dem Erlös des Werkes geht. Mit dem Gesetz, das wir heute verabschieden, werden wir Kreative nun noch mehr stärken. Künftig sollen Urheber die Vergütung erhalten, ihnen gebührt. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Deshalb konkretisieren wir nun, dass die Häufigkeit, mich wundert es, dass es heute von noch keinem erwähnt wurde, dass die Häufigkeit und Ausmaß der Werknutzung bei der Vereinbarung der Vergütung zu berücksichtigen ist. So muss es sich für einen Drehbuchautoren ja auszahlen, ob sein Film einmal abgespielt wird oder vielleicht hinterher bei der Mediathek immer wieder. Der Union war es jedoch auch von Anfang an ein Anliegen, etablierte Geschäftsmodelle nicht zu unterlaufen. Es geht nicht nur darum, die Kreativen zu stärken, das ist ein Hauptanliegen, aber es geht auch darum, einen gerechten Ausgleich herzustellen zwischen den Interessen der Kreativen, der Urheber und den Interessen der Verwerter. Nach der ersten Lesung bestand die Herausforderung in den vergangenen Monaten nun vor allem darin, ja, den Einzelheiten der unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Und was hat sich gezeigt? Das ist unmöglich. Wir können als Gesetzgeber nicht alle Einzelheiten regeln. Die Kreativbranche ist zu heterogen. Film, Musik, Theater, Design, Software. Diese Branchen spielen jeweils nach ihren eigenen Regeln und Normen. Und deshalb war Ziel dieses Gesetzesentwurfs, und da waren wir uns zum Glück fraktionsübergreifend auch mal einig, vorrangig auf gemeinsame Vergütungsregeln hinzuwirken, zwischen gleichrangigen, gleichstarken Partnern auszuhandeln. Also zum Beispiel zwischen dem Verband Deutscher Filmproduzenten und einem Filmverleih oder zwischen dem Deutschen Journalistenverband und dem Verband Deutscher Zeitungsverleger. Denn wer, wenn nicht die Urheber selbst, wissen am besten, was eine faire Beteiligung ist. Und bislang sind leider noch viel zu wenige Kreative in Verbänden und Vereinigungen organisiert. Das ist ein Riesenproblem. Und da kann ich alle Künstler, Kreativen, Urheber nur aufrufen, organisieren Sie sich. Es hat die Geschichte immer gezeigt, nur wenn man sich verbündet, ist man stark.
Hinsichtlich des Auskunftsanspruchs war es uns von der Union wichtig, nicht für jede Kleinigkeit den Auskunftsanspruch. Wir haben uns gegen den nicht gewehrt. Wir akzeptieren ihn, wir finden ihn gut. Genau das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kreativer weiß, wie sehr wurde sein Werk genutzt. Allerdings bei sogenannten nachrangigen Beiträgen macht es keinen Sinn, die Verwerter über Gebühr zu belasten. Also nehmen wir mal an, in einem Film ist ganz kurz ein Schauspieler als Taxifahrer zu sehen. Nur ein Beispiel. Dann muss man sich schon fragen, ob man vielleicht bis zu 1000 Auskunftsansprüche für einen Film erfüllen muss. Wir haben kein Interesse, permanent immer mehr Bürokratie zu schaffen. Nun noch zu dem Frau Kollegin Launert, denken Sie auch an die Zeit? Ja, oh, das ist ein Minus. Aber schon ein langes und ganz dickes Minus, wenn Sie darauf schauen. Ja, dann mache ich kommen Sie zum letzten Satz. Ich begrüße das, dass wir auf die Rechtsprechung des EuGH reagieren, dass wir diese Beteiligung ermöglichen, die Wertungsgesellschaften, denn wie es ist, viele Autoren sind froh, dass es Verlage gibt und sich mit all den anderen Sachen nicht befassen müssen und sich nur der Schaffung ihres Werkes kümmern können, denn davon profitieren dann auch wir. Vielen Dank. Vielen Dank.